Das Wasser ist zurück. Deutschland versank erst im Regen, dann in den Fluten. 2002 nannten wir das Hochwasser ein Jahrhundertereignis. Das Jahrhundert dauerte gerade mal 11 Jahre. Und wieder leiden die Menschen. Das Wasser war eiskalt. Es war einfach Weltuntergang. Die Folgen sind noch lange nicht abschätzbar. In mehreren Orten kommt es zu Massenevakuierungen. Hoffnung in der Flutkrise macht die beispiellose Solidarität. Neben der Bundeswehr, dem THW und freiwilligen Feuerwehren kämpfen Tausende von Helfern, vor allem junge Menschen. Es spielt keine Rolle, wie arm oder reich man ist, welche Hautfarbe, jeder hilft mit. Und schon haben die Helfer einen Namen, Generation Gummistiefel. Die Flut bedroht jetzt den Norden. Wieder bangen Menschen um ihre Existenz. Der Kampf der Helfer geht weiter. Gemeinsam gegen die Fluten, Land unter in Deutschland. Jetzt in der ZDF-Reportage. Wittenberge, heute am frühen Morgen. Der Pegel der Elbe ist hier in Brandenburg in der Nacht rasant angestiegen. Viel schneller als erwartet. Für die freiwilligen Helfer, für Polizei und Feuerwehr heißt das Dauereinsatz im Kampf gegen das Wasser. Da müssen wir so rumbauen und massiv Druck. Ich habe gestern früh um 5 Uhr angefangen. Und heute? Ich habe noch nicht Feierabend gemacht. Schon gestern Abend kam die Aufforderung, die Altstadt zu evakuieren. Vorsorglich. Der für Sonntag vorhergesagte Pegelstand von 7,50 Meter wird bereits in der kommenden Nacht überschritten. Für 1.500 Menschen heißt das raus aus ihren Häusern. Ich habe alles. Anja und Steve haben ihre Sachen bereits gepackt, schweren Herzens. Wir wohnen erst ein Jahr hier. Haben zum Glück jetzt nicht so viel investiert in die Einrichtung. Aber man hat ja trotzdem Sachen. Sie werden bei Anjas Eltern unterkommen. Wie lange, wird sich zeigen. Am Ufer der Elbe füllen Freiwillige rund um die Uhr Sandsäcke oder machen sich irgendwie anders nützlich. Darf ich dir noch ein Stück Kuchen anbieten? Nee, danke. Auszubildende Anne ist extra aus Neuruppin angereist, um mit anzupacken. Wir sind jetzt hier 3 Tage und man kann echt viel helfen, ne? Und wenn das hier bloß Kuchen verteilen oder Getränke bringen oder sowas, ne? Und das hilft ja dann schon, ne? Das ist schon ein schönes Gefühl. Viele haben sogar ein paar Tage Sonderurlaub beantragt. Der Chef wollte mir nicht freigeben. Ich soll zur Miete gehen. Ich muss Sandsäcke schleppen. Ne? Woher sind Sie denn? Oh, ich komme aus Hamburg. Wittenberge sagt Danke an euch. Oh, ja. Ja, super. Gerade so junge Leute werden immer so verurteilt und machen eine Party. Aber dann sind sie plötzlich da. Tausende Sandsäcke werden sie noch befüllen. Denn die Nacht zum Montag wird kritisch. Ja. Deggendorf in Bayern. Stadtteil Fischerdorf, Mitte der Woche. Das Wasser steht wie in einem Becken. Bis über den ersten Stock der Wohnhäuser stieg die Flut. Eine schlammige Brühe hat sich in den Straßen ausgebreitet. Überall Müll. Bäume, Autos, Verkehrsschilder. Ein ganzer Ort ist untergegangen. Über 1.000 Menschen mussten über Nacht ihre Häuser verlassen, ihre Existenz aufgeben. Feuerwehr, Wasserwacht, DLRG, THW, alle sind im Einsatz. Die Anwohner wollen jetzt zu ihren Häusern, wollen retten, was lieb und teuer ist. Vor allem die Tiere, die zurückgeblieben sind. Keiner hatte damit gerechnet, dass das Wasser so hoch steigen würde. Anni und Helmut Müller haben ein kleines Hotel in Fischerdorf. Sie blieben bis zuletzt, trotz aller Warnungen. Dann kam das Wasser mit Wucht. Das Wasser war eiskalt. Es war einfach Weltuntergang, Weltuntergang. Und das ist immer noch Weltuntergang. Und jetzt, wenn wir rauskommen, was uns da erwartet, das wissen wir schon, was uns da erwartet. Die toten Rehe, die haben geschrien, die jungen Rehe, wie sie ersoffen sind, alles hat geschrien. Es war ein Toben, war das Wasser hat gerauscht wie am Meer. Es ist soweit. Ehemann Helmut Müller darf mit auf das Boot.
Ja, ist er endlich mit. Toll. Endlich. So, Alter. Seit 10 Uhr Vormittag. Ich glaube, es ist 5 Uhr oder was. Geduldig hat er gewartet. Er fährt zum ersten Mal zurück. Alle im Boot voll banger Gefühle. Die Ungewissheit ist groß. Wir müssen mit Ehefrau Anni zurückbleiben. Das Ehepaar übernachtet jetzt in ihrem Wohnmobil. Das stand glücklicherweise weit weg. Hier können sie erst mal bleiben. Anni Müller sitzt der Schock noch in den Gliedern. Am Ende ging es ums Überleben. Das Wasser ist bis zum Hals gestanden. Dann haben wir aber gegangen. Ja, bis wir halt dann zu der Haustüre gekommen sind. Und die haben wir nicht aufgebracht, weil das Wasser außen dagegen gedrückt hat. Und haben die von der Feuerwehr geholfen. Die haben die Türe von außen angezogen. Da sind wir raus. Und in dem Moment, wo die Tür aufgegangen ist, der Schub noch mal reingekommen. Nur viel größer als andere. Der hätte fast noch mal nach hinten geschlagen. Ja. Aber die Feuerwehr hat schon festgeholfen. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Fischerdorf. Feuerwehrmann Hubert Köberl und seine Kameraden waren seit Sonntag unermüdlich im Einsatz. Sie schütteten Dämme auf, halfen bei der Evakuierung und waren deshalb nicht in ihren eigenen Häusern, als der Damm brach. Seine Frau war mit dem Sohn allein zu Hause. Mit 2 Tüten bepackt ist sie geflüchtet. So wie ihm erging es allen Feuerwehrleuten in Fischerdorf. Ich sehe nur Öl. Oh mein Gott, dann ja. Unbeschreiblich. Oh mein Gott, dann ja. Das war mal die Küche. Alles Öl, Öl, Öl. Öl, das heißt, alles, was sie in 5 Jahren aufgebaut haben, ist Sondermüll. Hubert Köberl hat das Haus gemietet, aber alles selbst renoviert. Für ihn gibt es kein Zurück. Wir haben den Entschluss getroffen, wir gehen also zu 99% hier nicht mehr rein. Ich muss das kein zweites Mal in meinem Leben haben. Das ist einfach das. Der Mensch hat zwar viel Kraft, aber mindestens ist der Punkt erreicht, wo die Kraft auch zu Ende ist. Familie Köberl will einen Neuanfang, irgendwo anders. Am liebsten wäre ihm, seine Frau käme gar nicht mehr hierher. Solange wir es weghalten kann, werde ich sie weghalten davon, weil ich glaube, da haben wir die Zusammenbricht vom Haus. Also, das übersteht es nicht. Helmut Müller ist zurück von der ersten Begutachtung. Schlechte Nachrichten. Das Hotel ist total verwüstet. Mit 74 noch mal von vorne anfangen. Wir haben nämlich das alles selber gebaut. Jeden Stein, alles haben wir selber gebaut. Alle Zimmer habe ich alle allein ausgepinselt, alle Vorhänge habe ich allein genäht. Ich brauche nie weinen, jetzt muss ich weinen um mein alles. Es war in letzter Minute sind wir raus. Wir wollten ja gar nicht weg. Die haben gesagt, die Feuerwehr, wenn wir jetzt nicht mitfahren. Wir müssen. Ja, ist logisch, ist ganz klar. Dann kommt der Hubschrauber. Und dann müsst ihr die Hunde ertrinken lassen. Der Hubschrauber nimmt keine Hunde mit. Und das war dann das, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir. Aber wir schaffen es wieder. Die Stadt Halle an der Saale. Am letzten Mittwoch drohten hier die Dämme zu brechen. Patrouillenfahrt auf der Saale, die sich anschickt, auch diese Eissporthalle zu überfluten. Der Keller war gestern schon voll, bis unter das Dach, bis unter die Decke. Und dann haben sie gestern die Sandsäcke gestapelt, damit es nicht direkt in die Halle reinläuft. Und das scheinen sie geschafft zu haben. Mitte der Woche steigen die Pegel der Saale weiter. Von einst 2 Metern auf 7,76 Meter. Also die Straßenschilder guckten gestern noch raus. Es droht Überflutung. Das Grundwasser drängt in die Keller der Wohnhäuser. Die Evakuierung wird angeordnet. Eine Sporthalle als Notquartier. Die Laufbahn ist Gemeinschaftsraum.
Die Anzeigentafel dient als Speisekarte. Improvisationskunst. Die Stabhochsprunganlage wurde zum Bett von Karl-Heinz Körber. Mein Nachbar, der hat hier drüben geschlafen. Meine Frau habe ich hier mit Decke und Kopfkissen. Und ich habe hier daneben geschlafen. Und habe hier an dem Pfosten, hier habe ich dann meinen Hund angebunden, dass der bei mir war. So habe ich die ganze Nacht verbracht. Ein regelrechter Ansturm von freiwilligen Helfern beschert den Älteren manchmal eine bessere Betreuung als sonst im Alltag. Ja, wir haben also relativ viel Zulauf durch Leute aus der Bevölkerung, die letztendlich sich hier hinsetzen und den alten Leuten die Schnitten schneiden, sich mit denen unterhalten, Spiele spielen und so weiter. Überall in den Flutgebieten finden die Menschen in der Not zueinander. In der Universitätsstadt Halle sind es vor allem die ganz Jungen, die pausenlos anpacken. Sandhaufen haben hier zurzeit keine lange Lebenszeit. Es wirkt wie ein Hochwassertriathlon. Brauchen noch Leute! Pausenlos Sandsäcke füllen, schleppen, abwerfen. Teils über Facebook mobilisiert, meist total spontan. Berufsschülerin Maria Kutschwalski staunt über diesen Hochwasser-Event. Es spielt keine Rolle, wie arm oder reich man ist, welche Hautfarbe, jeder hilft mit. Das ist schön, der Zusammenhalt. Weiter ich mit ein? Ja. Ja, ich komm. Wir trainieren alle Schokoriegel ab. Wir bleiben schlank. Maria Kutschwalski will Bürokauffrau werden. Sie ist mit Lehrer und Klassenkameradinnen angerückt. Aber freiwillig. Einfach ja. Hier. Aber so viele junge Leute, das ist schön, wenn die Stadt das hat, ne? Ja. Ja. Wer sagt, dass Helfer nicht gut drauf sein dürfen? Und plötzlich ist die Stadt stolz auf die Jugend, nennt sie die Generation Gummistiefel. Die spontane, massenhafte Solidarität der Jugend, das kennzeichnet die Flut 2013. Doch der Gegner, die Saale, bleibt hartnäckig. Oh nein. Oh nein, das war das. Aber gestern war die Brücke noch. Das ist schlimm. Das ist ein ganz komisches Gefühl. In der Neustadt spitzt sich die Lage zu. Der Deich ist inzwischen weich wie Pudding, könnte jeden Moment brechen. Doch statt wegzurennen, zaubern tausende junge Helfer blitzschnell einen neuen Wall aus Sandsäcken. Hier jetzt noch zwei und dann noch einen drauf. Jeder weiß, wie wichtig das ist. In so einer extremen Situation hat es, glaube ich, in Halle noch nicht hier. Zum Stärken ein bisschen was. Andere Hilfe kann ich nicht anbieten. Marias Ziel ist klar. Sandsäcke stapeln und hoffen, dass alles gut wird. Ja. Sie haben es geschafft. Der Deich hat gehalten. Die Stadt ist gerettet. Passau wurde vom Hochwasser 2013 gleich zu Beginn getroffen. Sigrid Moser führt uns durch ihre Wohnung. Erst vor wenigen Jahren sind sie hier eingezogen. Nun hat die Familie alles verloren. Das ist Wahnsinn, wenn man da draußen steht und dann, dann kommt das Wasser und es nimmt dein Haus und dein ganzes Hab und Gut. Jeder Schritt ist mühsam. Die Mosers wollen nicht aufgeben, aber wo anfangen? Die Zerstörungen hier machen sie sprachlos. So sieht ein Acker aus, aber kein Fußboden. Alle sind verzweifelt, aber niemand ist bereit aufzugeben. Und die vielen Helfer machen Mut. Den meisten geht es nicht besser als Familie Moser. Dominik Scharrer arbeitet als Restaurantleiter in Passau. Seit ein paar Tagen ist er obdachlos. Mich betrifft selber, ich besitze nichts mehr. Meine Wohnung ist komplett unter Wasser. Ich besitze nichts mehr. Ja. Aber meine Wohnung ist leer, deswegen, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht zu Hause sitzen und Trübsal blasen. Was soll ich machen? Die Leute brauchen alle Hilfe. Soforthilfen soll es geben. Die freiwillige Hilfe ist bereits da. Also ich habe noch nie so einen Auflauf gesehen, also von Studenten, von Helfern, mit Schubkeln, mit Schaufeln und die kommen alle an und helfen, das kann man nicht beschreiben. Wenn die Häuser ausgeräumt sind, kommen die Schadensgutachter der Stadt Passau. Es geht um Soforthilfen. Dieter und Eva Denkel sollen ihren Schaden beziffern.
27 Jahre lang führten sie das Gasthaus Spetzinger. Es ist ihr Lebenswerk. Die Gutachter sind Zahlenmenschen. Also wollen sie konkrete Schadenssummen erfassen. Sie werden doch da irgendeinen Wert hier drin gehabt haben, dass so... Das ist schon. Die Küche zum Beispiel selbst, außer dem Ofen, war alles unser Eigentum. Hier treffen Bürokraten auf geschockte Menschen. Die Gutachter brauchen konkrete Angaben. Eva Denkel fühlt sich überfordert. Vom Wert her, dass wir das ein wenig gruppieren, dass wir sagen, vom Besteck und vom Geschirr. Das Geschirr, das waren damals 2000 Mark. Die Denkels hatten auch schon das bislang schlimmste Hochwasser 1954 weggesteckt. Deutlich erkennt man, dass die Flut 2013 schlimmer war. Jetzt noch mal von vorne anfangen. Für die alten Leute hart. Sehr hart. Zurück in Deggendorf in Bayern. In einer Kiesgrube ist die Bundeswehr im Einsatz, mit schwerem Gerät. Tausende Sandsäcke werden hier abgefüllt. Nachschub für die Deiche. 30 Soldaten, Freiwillige Feuerwehr und Anwohner arbeiten Hand in Hand. Morgens um 9 begann die Schicht der Soldaten vom Panzerpionierbataillon Bogen. 7 Stunden schuften sie schon. Ja, wir haben gestern nicht mitgezählt und heute dachten wir, wir zählen mal mit. Wir haben jetzt 35 Paletten und da passen ca. 50 Säcke drauf. Also ist schon einiges. 8 bis 10 Kilo wiegt so ein Sack. Tonnen von Kies werden so in Handarbeit bewegt. Und die Zivilisten langen mindestens so kräftig hin wie die Soldaten. Seit 3 Tagen sitzt Beate Besold beim Abfüllen. Seit Montag Nachmittag. Da haben wir angefangen, ja, dann haben wir angefangen. Ja, nicht jetzt für Schuhe, aber so. Ja. Die Menschen rücken zusammen, überall in Deutschland. Schuften freiwillig im Akkord, alle gemeinsam, Soldaten und Freiwillige. Alle helfen, keiner guckt auf die Uhr. Aber es ist für einen guten Zweck und da lohnt sich's. Ja, nach so einem Tag weiß man, was man gemacht hat. Wenn man am nächsten Tag aufsteht und alles tut einem weh. Aber wie gesagt, es ist für einen guten Zweck und dann nimmt man die Schmerzen in Kauf. Manche der Helfer sind selbst Flutopfer oder haben Verwandte im Flutgebiet. Arbeit als Ablenkung. Wir sind hart an der Grenze, dass unser Haus überschwemmt wird und da haben wir gedacht, ich mache jetzt einfach einmal was Sinnvolles. Rund 11.500 Soldaten der Bundeswehr sind in den Flutgebieten im Einsatz. Hier ist noch lange nicht Schicht. Anwohner und Bundeswehr arbeiten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Mit Erfolg. Im Landkreis Deggendorf ist der Katastrophenalarm aufgehoben worden. Rüdesheim, Rheinland-Pfalz. Auch von hier starten freiwillige Helfer der Feuerwehr Richtung Ostdeutschland. Vorbereitungen für den Hilfseinsatz. 25 ehrenamtliche Feuerwehrleute machen sich bereit. Grimma ist ihre Partnergemeinde. Dass dort Menschen in Not sind, lässt ihnen keine Ruhe. Auch Holger Schmidt will deshalb mitfahren. Die haben bis vor kurzem da drin gewohnt, aber alles die heile Welt. Ne? Und man erkennt im Prinzip die Wohnung hinterher nicht wirklich wieder. Und das sind natürlich dann zum Teil auch wirklich persönlich dramatische Schicksale. 5 Uhr morgens, Abfahrt. 486 Kilometer sind es bis Grimma. Die Feuerwehrautos mit Hänger sind schwer beladen. Insgesamt 70.000 Feuerwehrleute kämpfen inzwischen gegen die Fluten. Doch immer noch wird jede helfende Hand gebraucht. Wir werden heute Mittag direkt eingesetzt. Wir fahren zur Unterkunft, lade unsere Sache aus und gehen danach direkt an die Einsatzstelle. Ja, soweit verstanden. In Grimma wartet man schon auf sie. Das sächsische Grimma, das Ziel der Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Rheinland-Pfalz. Und so sah es hier noch vor einer Woche aus. Grimma wurde als einer der ersten Orte schwer getroffen. Die Stadt war bereits 2002 überflutet. Jetzt schon wieder.
Die Altstadt ist gesperrt. Dienstagnachmittag, 14 Uhr. Schwer zu sagen, ob die Polizei die Sperre aufhebt oder ob sie einfach von den Grimmern überrannt wird. Alle strömen in die Altstadt. Es sieht schlimm hier aus. Aber längst nicht so desaströs wie 2002. Helma Köpke will endlich wieder in ihre Wohnung gehen. Doch einfach aufschließen und eintreten, das geht nicht mehr. Das Schloss ist kaputt, zerstört vom Sand, den die Mulde hineingedrückt hat. Der Schlauch schafft Abhilfe. Doch die Hoffnung währt nur kurz. Die Tür hat sich mit Flusswasser vollgesaugt. Mit dem feinen Besteck kommt hier keiner weiter. Dann ist es geschafft. Fast jeder hier in Grimma hat schon öfter Wohnungen direkt nach einer Flut gesehen. Schlimm ist so ein Anblick immer wieder. Helma Köpkes Tochter ist gekommen, will ihre Mutter unterstützen. Naja, ich denke, dass meine Mutti das verkraftet ist. Also bis jetzt hält sie sich sehr tapfer. Aber dass mein Vati schafft, das weiß ich nicht. Den haben wir im Krankenhaus jetzt. Bin ich eigentlich froh, dass er das alles nicht sehen muss. Helma Köpke drinnen zeigt sich tapfer und gefasst. Sie sucht nach Kleinigkeiten, die unversehrt blieben. Nach Andenken, Schmuckstücken und Dokumenten. Der Fluss ist ins Wohnzimmer eingedrungen, hat die schweren Möbel sanft angehoben, verrückt und unsanft wieder abgestellt. Was soll mir durch den Kopf gehen? Ich mache einen Strich darunter, was ich mitnehmen kann. Und was zu retten ist, nehme ich mit und suche mir eine neue Wohnung. Ein paar Häuser weiter hat Thilo Urban andere Sorgen. Sein Herz schlägt für Koi-Karpfen. Doch die hat die Mulde aus seinem Gartenteich gespült. Fische in Freiheit, Thilo Urban in Sorge. Und die hat man schon 8 Jahre. Und immer, die haben jetzt nicht immer nur Koi-Futter bekommen, die haben auch von uns Spaghetti oder Gläser und Kartoffeln gekocht, die gekriegt, alles was so übrig war. Nur 2 Fische sind wieder aufgetaucht und leben vorübergehend in der Badewanne. Es ist so eine Freude, muss ich sagen. Also wir freuen uns, dass er da ist. Ja. Die Feuerwehrleute aus Rheinland-Pfalz bekommen einen ersten Einsatzort genannt. Unser Einsatzauftrag. Alles leerpumpen. Sie müssen in die Grimmaer Altstadt zu Katharina Helling. Ein Elektriker muss in ihrem Keller arbeiten. Auch dort steht das Wasser. Der Handwerker könnte einen Schlag kriegen. Darum muss das erst leer sein, dann können wir wieder anrufen. Der war nur da. Aber wir sind nach 8 Tagen kein Strom. Ach, kein Strom? Kein Strom bis heute nicht. Und es fehlt an der Dusche, es fehlt am Kaffee trinken. Irgendwann kann ich nicht mehr kochen. Nichts geht. Die Rohre sind verlegt. Der erste Pumpversuch. Literweise schießt das Wasser auf die Straße. Doch im Keller wird es nicht wirklich weniger. Grundwasser läuft nach. Weiterpumpen geht nicht. Selbst wenn es nicht voll läuft, das Problem, dass das Grundwasser sowohl von außen drückt, als auch von unten hebt. Und das kann statische Schäden geben. Wir kommen gerne morgen oder übermorgen, also morgen auf jeden Fall nochmal gucken. Und wenn es dann geht, machen wir leer, ansonsten übermorgen. Da haben wir noch eine Nacht ohne Strom. Tja. Im Rathaus von Grimma schuften die anderen Rüdesheimer Teams. Saugen Wasser aus dem Keller. Mehrere Pumpen haben sie im Einsatz. Auch im Treppenabgang zum Keller sinkt der Wasserspiegel. So niedrig, dass Ines Urban ihren vermissten Liebling im schlammigen Nass entdeckt. Einen weiteren Koi-Karpfen. Ein kleines Wunder. Der Karpfen wird geknuddelt. Auch die rheinhessischen Helfer müssen das Tier bestaunen. Der wollte ich aber selber geben. Was? Stimmt, den haben wir schon lange gesehen. Wo war der denn? Hier im Ortskeller, im Keller. Nee, ehrlich? Ja, und weil ein anderer Bürger von Grimma so schön aufgepasst auf den und ihr jetzt schön auspumpt, konnten wir den jetzt retten. Ja. Also, oh. Ist er verrückt.
Schaffen! Schön, schön, schön! Schaffen! Ja, prima. Im thüringischen Greiz hat die Weiße Elster den historischen Park meterhoch überspült. Hier befindet sich das berühmte Sommerpalais. Inzwischen hat sich das Wasser zurück ins Flussbett gezogen. Parkchef Christian Lenz begutachtet die Schäden. Und es war vor 5 Tagen auch noch ein Weg. Also man sagt zwar immer, vor 4 Wochen war die Saisoneröffnung, die wir groß gefeiert haben. Aber ich sag mal, das war vor 5 Tagen war das noch schön. Da war das noch schöner sogar, weil wir endlich auch die Blüten zumindest schon mal gesehen haben von den Pflanzen. Ich muss jetzt hier lang erstmal. Unter Landschaftsarchitekten wird sein Garten als Perle klassizistischer Gartenkunst gepriesen. Dem hat jetzt die Natur ein Ende gemacht. Gerade erst vor 4 Wochen die feierliche Einweihung. Ich hoffe mal, dass ich das Bild hier mit dabei habe. Das ist das, wo jetzt diese riesengroße Geröllhalde ist, wo wir eben davor standen, wo es den Weg bald 1,20 Meter ausgeschachtet hat. Also da war ein Nebenarm der Elster quasi. Ich stand da am Sonntagmorgen um 6 noch in Gummistiefeln, bis die Gummistiefel zu Ende waren. Und da war so eine starke Strömung, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt gehst du zurück, das musst du dir jetzt nicht geben. Jetzt ist nichts mehr so wie vorher. Aber es gibt viel Unterstützung. Die Schüler aus Greiz fassen mit an. Während des Katastrophenalarms waren die Schulen geschlossen. Sandschippen statt Unterricht. Auch die 17-jährige Anne und ihre Freundin packen mit an. Wenn man dann hier die Zerstörung und Verwüstung sieht, dann tut es einem auch schon irgendwie leid. Und vor allem der Park, der es wurde so halt schön. Alles neu gemacht. Und es ist einfach viel sinnvoller, als jetzt, was weiß ich, in der Schule zu sitzen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Garten schätzt den Schaden hier allein auf 2,6 Millionen Euro. Das hier war vor 4 Wochen noch Thüringens schönster Schlosspark. Halle, letzten Donnerstag im Morgengrauen. Deichkontrolle. Nach einer unruhigen Nacht mit Alarmmeldungen ist der Pegel der Saale endlich gefallen. Wichtig ist jetzt auf den letzten Metern nicht doch noch den Kampf zu verlieren. Die Dämme liegen jetzt seit mehreren Tagen unter Druck und sind stark durchnässt, möchte ich mal sagen. Das heißt, auch wenn die Pegelstände sinken, heißt das nicht, dass die Gefahr vorbei ist. Hunderttausende Sandsäcke, schätzen die Einsatzleiter, haben die Helfer hier auf dem gefährdeten Deich aufgestapelt. Aber ich glaube, aber nicht so gut kommen. Erleichterung in Halle. Sie können die Gummistiefel ausziehen. Magdeburg, Wittenberge und Lauenburg müssen noch zittern. Bei Tobias Teschner von der Polizei Halle macht sich nach 3 harten Nächten nun Erleichterung breit. Das ist jetzt eine entspannte Lage, einfach nur, weil wir 8,10 Meter hatten, das muss man ja sagen. Also hätte einem keiner mit seriöser Aussagekraft sagen können, ob dieser Damm die 8-Meter-Marke übersteht. Auf jeden Fall, also das muss man ganz ehrlich sagen. Da wird sicherlich auch in den nächsten Jahren was passieren müssen. Naja. Schon ein kleines Wunder, dass hier alles noch steht. Ein kleines Wunder ist es auf jeden Fall. Aber ich sag mal, ohne die Helfer, die wir gehabt hätten, wäre es so nicht möglich gewesen, diesen Damm auf der Länge zu schützen. Genau. Ja. Okay. Katastrophen führen zum Zusammenhalt der Menschen. Das ist manchmal so. Die Flut hat Deutschland hart getroffen. Zur Stunde kämpft vor allem Magdeburg, aber auch Wittenberge. Das Hochwasser hat uns aber auch eine tolle Lektion erteilt. In der Not kann das Land auf seine Bürger zählen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.